des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, in diesem 23. Sonntag nach Pfingsten, der also die gleichbleibenden Teile der Heiligen Messe bewahrt bis zum 24. und letzten Sonntag nach Pfingsten vor dem ersten Adventssonntag. Aber Lesung und Evangelium ändern sich, denn es werden also eingefügt von jetzt bis zum 30. November, also die noch übergebliebenen Sonntage nach der Epiphanie. Auf jeden Fall, in diesem 23. Sonntag beginnt eben der Introitus immer mit den wunderschönen Worten unseres Herrn. Der Herr sagt, ich denke Gedanken des Friedens und nicht der Betrübnis, ihr werdet mich anrufen und ich werde euch erhören und werde euch aus jedweder Gefangenschaft zurückholen und befreien. Es sind Worte des Trostes, es sind Worte der Geborgenheit, es sind Worte des gütigen, barmherzigen, lieben Gottes, jedes Gottes, der sich also zum Lamm macht, zum Schlachtopfer, jedes Gottes, der sich zum Hirten macht, zum guten Hirten, Pastor Bonus. Und gleichzeitig ist es derselbe Gott, der dann in Wahrheit und in Gerechtigkeit züchtigt und straft und auch ewig straft. Es ist der gleiche Gott, von dem wir am gleichen heutigen Sonntag im Revier beim Propheten Hoseas lesen, dass er eben aber sein Volk verstößt, dass er zu seinem Volk sagt, dass ich nicht mehr weiterhin ihm gegenüber Barmherzigkeit üben werde. Ich werde Barmherzigkeit üben mit dem Haus Juda und ich werde es mittels ihres Herrn erlösen. Nicht durch Pfeil und Bogen, nicht durch Schwerter, nicht durch Schlachten oder Pferde oder Ritter, sondern eben durch den Erlöser. Diese geheimnisvollen Worte des Propheten Hoseas erklärt uns dann der heilige Augustinus in der heutigen Lesung zum Brevier, indem er feststellt, dass also mit dem Hause Juda eben das Nicht-Haus Israel gemeint ist, somit nicht die Juden gemeint sind, sondern die Heiden. Und somit schon voraus angekündigt wird, prophezeit wird, die Heidenwelt, die Gegenstand also der Barmherzigkeit Gottes sein wird und Gegenstand auch der Offenbarung und der Erlösung. Und so wie wird es sein, zitiert dann heiliger Augustin weiterhin den Propheten Hoseas, die Söhne Judas und die Söhne Israels werden sich vereinen und sie werden einen einzigen Herrn, ein einziges Oberhaupt wählen. Das war natürlich in Bezug auch auf das Schisma, das im Heiligen Land stattgefunden hat zwischen Israel und Juda, aber hat gemeint eben die Vereinigung der Juden und der Heiden, des auserwählten Volkes und des zu bekehrenden Welt der Heiden. Mehr herauslesen zu wollen, sagt der heilige Augustinus, wäre die Stärke und die Kraft des prophetischen Wortes des Propheten Hoseas also zu entkräften. Es würde die Worte entkräften. Aber sagt der heilige Augustinus, es sei nur daran erinnert, dass jene zwei Mauern durch den Schlussstein, durch die Verbindung verbunden sind, die unser Herr Jesus Christus sind. Also die zwei Grundmauern sind, eines die Juden, das andere die Heiden, und dass man also das Haus Juda, unter dem Haus Juda die Heiden verstehen soll, unter dem Haus Israel eben die Juden. Und dass aus diesen zwei Mauern, Heidenwelt
und Welt der Juden. Auserwähltes Volk, oder sagen wir Altes Testament und Neues Testament, diese zusammengefasst treffen sich im Schlussstein, dass da ist Jesus Christus, der den Bogen abschließt. So, natürlich wäre man jetzt versucht, bei dieser Erklärung zu meinen, ja, dann ist es ja richtig, dass das Zweite Vatikanische Konzil in Nostra Aetate, in Gaudium et Spes, in den verschiedensten Dokumenten dieser Synode oder Scheinsynode, oder nicht nur, sondern absolute Scheinsynode, aber dann sagt man sich vielleicht, was ist dann doch nicht, weil vielleicht war es ja richtig, die Juden als die älteren Brüder im Glauben zu erklären und dass wir doch also mit ihnen uns vereinen sollen, da ist ja der Prophet Hoseas voraussagt und doch der heilige Augustinus hier in klarsten Worten erklärt. Wenn nicht der heilige Augustinus folgende Worte hinzufügt, bezüglich jenes Israels, jenes fleischlichen Israels, die heute nicht an Jesus Christus glauben wollen, von denen sagt derselbe Prophet, dass sie später glauben werden, aber das werden ihre Söhne sein, aber nicht sie, die heute sind, denn diese sicher, wenn sie sterben, gehen sie an ihren verdienten Ort. Aber ihre Söhne, von denen spricht er, denn die Söhne Israels werden viele Tage ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Priestertum, ohne Prophezeiung sein. Und fügt der heilige Augustinus, nachdem er den Propheten zitiert hat, wer sieht nicht in den heutigen Juden genau dieses Bild? Derjenigen also, die an Jesus Christus nicht glauben wollen, die also an ihren Sterben, an ihren Ort gehen und die also ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Priestertum, ohne Prophezeiung sind. Und somit also sehen wir uns doch berechtigt und bestätigt in der Ablehnung, diejenigen zu unseren älteren Brüdern zu erklären, von denjenigen uns beeinflussen lassen, die ganz einfach an Jesus Christus nicht glauben. Und dann eigentlich ganz gleich, ob sie jüdischer Abstammung sind oder nicht. Aber eines ist sicher, dass was heute geschehen ist, in diesen letzten Jahrzehnten, was mit dem Zweiten Vatikanum geschehen ist, ist ein tatsächlicher Glaubensabfall von der katholischen Welt. Die katholische Welt ist von der eigenen katholischen Kirche abgefallen, die nach wie vor existiert, in sehr beschränktem Ausmaße, aber nach wie vor sichtbar existiert. Aber eben, es ist eingetreten nicht, dass die Juden sich zu Christus bekehren und ihn bekennen, sondern dass diejenigen, die Jesus Christus hier auf Erden vertreten, sich von Christus abgewendet haben und die Jesus Christus verneinenden Juden zu ihren älteren Brüdern im Glauben deklariert haben. Deshalb ist auch die heutige sogenannte Amtskirche, die also nicht die, wir wiederholen es, von Jesus Christus sichtbar gegründete Kirche ist, darum ist sie auch genauso wie Israel, das an Christus nicht glaubt, ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Priestertum. Das sind genau die Kennzeichen der modernen Amtskirche. Die wahre Kirche Jesu Christi ist una sancta catholica apostolica, sichtbar. Die moderne Amtskirche ist ohne König, ohne Fürsten, das heißt ohne Papst, ohne Opfer. Die neue Messe ist ja nur die Zusammenkunft für eine Mahlfeier. Ohne Altar, die wurden alle zerstört. Ohne Priestertum, die neuen Bischofsweihen sind ungültig mit den daraus folgenden ungültigen Priesterweihen. Und ohne Propheten, denn alles schweigt und niemand nennt die Sachen beim Namen. Sehen Sie, somit ist also zu erklären, gleichzeitig, wie man die heutige Zeit zu verstehen hat und wie auch das große Mysterium der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes zusammen
erfassbar, denkbar sind. Es gibt nur eine Realität, die das vereint. Die ist Gott selber im Mensch gewordenen Wort Gottes. In Jesus Christus, der gleichzeitig das Opferlamm ist, gleichzeitig der Opferpriester, der sich gleichzeitig für uns blutig hingegeben hat und gleichzeitig aber gestrenge von uns Rechenschaft verlangen wird, ob wir sein Opfer angenommen haben oder nicht. Und dieses geschieht in der effektiven Nachahmung Jesu Christi, der Nachfolge Jesu Christi, im Kampf gegen den Stolz, gegen den Geiz, gegen die Unkeuschheit, gegen den Hass, gegen die Gier, gegen den Neid und gegen die Lauheit in den geistlichen Pflichten. Und das geschieht also im Üben der Tugenden der Demut, der Freizügigkeit, der Keuschheit, der Geduld, der Sanftmut, der Mäßigkeit, der brüderlichen Liebe und des Eifers für die Ehre Gottes. Das alles führt mit sich dann natürlich die Werke der Barmherzigkeit, die leiblichen sowie die geistigen. Und all das ist leider Gottes, muss man wohl sagen, eine Welt, eine Sehnsucht, ein Ideal, das weit weg ist. Und die Gefahr besteht natürlich in unserer traditionalistischen Welt, dass wir vor lauter Gram diese Verschwörung gegen Kirche und Welt sehen, das eigentliche Ziel, unser Glück und die Nachfolge Jesu Christi in der Übung dieser Tugenden und in der Bekämpfung jener Laster vergessen und somit unter Umständen auch selber vom wahren Ziel abweichen. So bitten wir also die allerseligste Jungfrau Maria und die Gnade zu erbieten, vor diesem Stolperstein bewahrt zu werden, auf dass Jesus Christus unser Weg zum Heil wird und nicht zum Stolperstein. Möge sie uns dafür die Gnade erlangen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.